Milestone. Safe Game Hinweis. Willkommen auf meinem Channel Icehawk LTD zu meinem neuesten Let's Play Projekt Ride. Und ihr seht schon, ja, ich freue mich. Ich bin richtig hoch motiviert. Gleichzeitig muss ich aber auch gestehen, falls ihr das Review noch nicht gesehen habt und unten den Kommentar bei mir, dieses Spiel ist hardcore-mäßig verbuggt. Das ist leider so. Es gibt, glaube ich, tausend und eine Möglichkeit, seinen eigenen Spielstand zu zerballern und dann war's das für heute. Es gibt ein paar Sachen, die man nicht machen darf. Ich werde sie für euch nochmal kurz erzählen. Erstens, wenn du dein Fahrzeug tunst, niemals einen Ölwechsel machen. Wenn du fährst, wird irgendwann, wenn du ein paar Kilometer gefahren hast, wie bei Gran Turismo damals, deine Ölwechsellampe aufleuchten. Wenn du dann den Ölstand wechselst, wird, wenn du beim nächsten Rennen fährst, die Anzeige sich verändern von deinem Hub. Alles wird ein bisschen größer, auf einmal sind Teile deines Motorrads weg, der Fahrer kann weg sein. Oder, das sieht doch mal schön aus, wie wir hier in die Ferne gucken. Erinnert mich ein bisschen an meinen Banner-Kanal. Richtig schönes Bild. Tja, der zweite Punkt, ja, jedenfalls, es macht sich bemerkbar. Die einzige Möglichkeit, die man denn auch da machen kann, ist, verkauft sofort das Bike, aber es kann dann schon zu spät sein. Darum, wenn ihr das Spiel selber spielt, immer gleich auf den USB-Stick speichern oder immer noch den letzten heilen Spielstand mit der in die Cloud hochladen. Zweitens dürft ihr niemals eure NPC-Freunde oder eure Real, also eure echten Freunde von der PSN-Liste in euren Quader einladen. Keine Ahnung warum, aber dann geht auf jeden Fall der Spielstand definitiv kaputt. In Online-Rennen, niemals Online- oder Offline-Rennen dürft ihr die Championships fahren. Dann geht auch alles im Arsch. Dürft ihr also, hebt euch die bis zum Schluss auf, wenn ihr Trophäensammler seid und ihr wollt das Ding auf Platinum haben, hebt euch das bis zum Schluss auf. Und macht nur die normalen Online-Rennen. Und bei den Online-Rennen, ganz, ganz wichtig, das ist nämlich auch der vierte Punkt, benutzt nicht eure eigenen Motorräder, die ihr im Singleplayer, den wir hier ja fahren werden, in der World Tour freigeschaltet habt und getuned habt, fahrt die nicht im Online-Modus. Da kann nämlich der gleiche Fehler passieren wie mit dem Ölwechsel und dann ist euer Spielstand auch kaputt. Benutzt die mietbaren Motorräder, die sind genauso gut. Das sind die vier Sachen, wo ich gemerkt habe, wie jetzt schon mehrfach mein Spielstand weg ist. Und ihr müsst mal gucken, es gibt natürlich noch andere Varianten. Ich habe auch mal in den Foren gelesen, dass da auch noch skurrile Dinge gibt, die sind aber noch nicht bestätigt worden. Ja, Milestone arbeitet ziemlich heftig an einem Patch. Es ist ja noch überhaupt noch kein Day-One-Patch raus. Und darum lässt auch so lange die Digitalversion auf sich warten. Und darum habe ich auch noch nicht in der Videobeschreibung einen Link zu den jeweiligen Xbox-Seiten und zu PlayStation veröffentlicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Xbox One-Version von dem Spiel gibt oder eine 360. Ich weiß nur, es gibt auf jeden Fall eine PlayStation 3 und eine 4-Version als Blu-ray. So, und wir haben ja schon alles im Review vorgemacht, haben den Charakter erstellt. Ihr könnt euch das gerne nochmal angucken. Den Link haue ich auf jeden Fall in der Beschreibung, falls ihr nicht schon gefunden habt. Und wir fangen jetzt an mit der World Tour. Ich bin gespannt. Toi, 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 dass unser Spielstand nicht zerschossen wird. Okay. Ich weiß noch nicht, diese Elite-Trophäen, ob das die Weltmeisterschaften sind. Darum werden wir aber jetzt ganz normale Welttouren fahren. Wir gucken hier mal, ist hier noch irgendwelche Championships, Superbikes, Open. Nein, keine Weltmeisterschaft dabei. Oder irgendwelche Championships. Wir werden jetzt erstmal mit nackten Fahrrädern fahren. Ja, Fahrräder. Naked Bikes, Middleweight Crew. Räder. Diese Klasse ist der perfekte Brutkasten, um das Fahren lieben zu lernen. Diese Bikes bieten dir Fahrspaß, ohne es zu übertreiben. Bike und Rider sind im ständigen Dialog und tauschen sich Kurve um Kurve aus. Genieße die Spannung knapper Rennen und lass auch ab und an mal einen Fehler zu. Diese Bikes halten immer zu dir. Nach und nach vollzieht sich etwas Wunderbares. Ohne genau zu begreifen, wie es geschieht, sinkt jede Vibration in deinem Körper, bis ein Höhepunkt erreicht ist, nachdem dein Hunger nur umso größer sein wird.
Naked Bike Middleweight Group. Tja, da bin ich mal gespannt, was die Synchronstimme von Doug Heffernan und so verrät. So, dann werden wir jetzt erstmal in der unteren 700 Kubik Klasse fahren. Haben wir hier noch irgendwelche Meisterschaften? Da, World Bike Middleweight. Das könnte eine World Naked Bike Middle Group. Das könnte eine Championship sein. Die werden wir dann sicherheitshalber auslassen. Aber fangen wir erstmal an. So, wir haben auf jeden Fall hier die einzelnen Rennen, die wir fahren müssen. Und ihr seht auch schon, das ist ganz schön gemacht. Das habe ich euch in Review gar nicht vorgestellt. Milano, 3 Runden. Und die Strecke ist 3,2 Kilometer lang. Das ist eine Bedingung. Erste Position gibt uns 10.000 Ruf und auf jeden Fall 10.000 Credits. Tja, da bin ich ja mal echt gespannt, ob uns das was bringt. Auf einmal zurück. Team. So, den müssen wir noch rausnehmen. Das habe ich jetzt nämlich ganz vergessen. Okay, das sind wahrscheinlich die Standarddinger, die können wir erstmal drin lassen. Wir haben ja noch nicht einen Freund hinzugefügt. Ist ganz wichtig, dass wir das nicht gemacht haben. Hoffen wir mal, dass es soweit klappt, dass jetzt mein Spielstand nicht zerfetzt wird. So, da können wir rein. Ja, wir haben die Triumph. Warum wir die Triumph genommen haben, wisst ihr ja. Das ist einfach ein Hammer-Teil. Wenn ihr euch natürlich ärgert, warum ich jetzt nicht nochmal einen Fahrer erstelle. Ich habe es jetzt erstellt. Mir ist schon zweimal... Nee. Siebenmal ist mir jetzt schon mein Spielstand zerfetzt worden. Ich habe versucht, so gut wie es geht, alles nachzumachen. Ich habe sogar die Credit-Punkte geschafft, nachzumachen. Darum ist es auch nicht gestern erschienen, das gleich nach dem Review, sondern heute erst, das Let's Play. Es hat halt ein bisschen gedauert. So, werden wir mal gucken. Also erstmal anpassen. Können wir vielleicht was tunen? So. Wollen wir gucken, ob wir die Reifen machen können. Ob wir denn immer noch in der 700 Kubik-Klasse sind? Ja, scheint so. So, nehmen wir auf jeden Fall... Ah, guck mal, da haben wir auf jeden Fall... schon mal was Schönes. So, dann gucken wir doch mal, ob wir noch mal ein paar... Was ist das denn hier? Oh, hier, das sind doch mal schön. Ist das Silber oder Weiß? Das hier ist Weiß. Ah, die sehen toll aus. Das sind doch mal richtig schöne Felgen. Die nehmen wir auch gleich. Nee, warte mal. Was habe ich hier? Ich habe nicht genug Geld da gerade. Wow, 4.000. Warte mal, wie viel kosten die denn, die anderen? Die kosten 2.000. Ah, okay. Ja, dann können wir das noch nicht. Ist okay. Aussehen. Können wir eine andere Farbe nehmen? Wir gucken, ob wir eine schöne Gesamtfarbe nehmen. Eine schwarze. Schön Kawasaki-Grün. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Oder doch lieber, wollen wir den weißen Ritter machen? Wir sind ja auch schließlich mit einem weißen Bike unterwegs. Mit einer weißen Montur. Ja komm, hau mal rein. Wir sind der White Knight. Nicht der Dark Knight. Ich bin ja nicht der Batman. So, dann gucken wir gleich mal hier rote Griffe. Ah, das ist nicht schön, diese roten Griffe. Gibt's nicht. Na gut, dann nehmen wir die roten Griffe hier. Von Sportline Red. So. Was haben wir hier? Ich weiß, dass das die Brücke ist, aber ich würde gerne mal den Farbunterschied jetzt genauer sehen. Ah, jetzt. Okay, mit Rot sieht man's. Na, das sieht auch mal gut aus. So, nehmen wir auch Farbe 10. Ich finde es schade, dass man nur an den Bauteilen eine große, also eine relativ große Auswahl hat. An Farben. So. Ich würde mal sagen, die nehmen wir trotzdem, aber dann nehme ich weiße Griffe, wenn wir weiße Griffe noch haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Haben wir weiße Griffe gehabt? Ja, hier, silberne. Das sieht doch mal gar nicht mal schlecht aus. Haben wir noch andere? Die sind ein bisschen hässlich hier, die haben noch so grünen Gummi. Nee, die sehen nicht gut aus. Nö, nichts Schönes dabei. So, die hatten wir. Spiegel. Schauen wir doch mal, ob wir da was Schönes finden. Was ist das denn hier? Ah, komplett entfernen. Das könnten wir auch machen, wenn wir jetzt hier keine schönen finden. Das sind goldene oder messingfarbene. Hier sind rote. Nee, das sieht nicht gut aus. Da müssten jetzt weiße, grün. Hier sind weiße. Ah, ich weiß nicht. Die haben sowieso keine Daseinsberechtigung, weil wir sowieso nicht reingucken können. Ich glaube, wir entfernen die dann einfach. So, und jetzt nochmal den Blinker hinten. Das können wir eigentlich auch entfernen. So. Dann würde ich mal sagen, Bremse würde ich gerne noch machen, genau. Bremsklötze.
Sind wir denn noch in der 700-Kubik-Klasse? Eigentlich ja, ne? Solange wir eigentlich nichts am Motor von der Kubikzahl erhöhen, müssten wir ja eigentlich noch wunderbar in der Kubikklasse drin bleiben. So, dann schauen wir mal, was der Bremssattel hat. Oh, hier, guck mal. Ach, schade, nur goldene. Ah. Der ist, okay, die erhöhen auf jeden Fall, aber dann müssen wir einen schwarzen. Was haben wir hier? Gold. Würde zum Tauchrohr passen. Stahl, Gold, Schwarz. Ach komm, wir sind ein Golden Boy. Nicht genug Credits. Warum? Nein! Verdammt. Was haben wir hier? Geil, rot. Das haben wir, aber ich würde viel lieber weiß haben. Haben die weiß? Gelb? Gelb ist ja auch gut. Hier, da ist weiß. Ja, das sieht gut aus. Nehmen wir die. Die nehmen wir noch. Ja, ich weiß, ihr habt eigentlich ein Rennen erwartet, aber das tun wir nochmal hier ein bisschen. So, und jetzt gucken wir nochmal die Federung und die Tauchrohre an. Was haben wir hier Schönes? In schwarz. 4000. Ne, das können wir uns nicht leisten. Na gut, das reicht. Wir müssen ja nicht gleich das ganze Geld ausgeben. Lasst uns unser erstes Rennen fahren. Ach ja, warte, ich muss ja noch den... Ich habe euch ja versprochen, dass wir auf einen anderen Schwierigkeitsgrad fahren. Ich glaube, ich fahre nämlich jetzt noch auf Anfänger. Wie im Review, um es euch einfach zu zeigen. So, er macht ein Autosave. Toi, 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 dass jetzt nicht gleich der Spielstand Schrott ist. Ah, aber er zeigt nur die Standardauswahl von unserem Motorrad. Nicht die Standardauswahl, die wir hatten, als wir das jetzt gemacht haben. Okay, er lädt. Viele Leute hatten auch das Problem, dass hier in dem Ladebildschirm kommt ja irgendwann jetzt mit X bestätigen und dann kommt ja nochmal ein Ladebildschirm und dass dieser Ladebildschirm unendlich dauert und dadurch denn, wenn du denn das Spiel ausmachst und wieder anmachst, dass dann der Spielstand kaputt wäre. Das wäre eine fünfte Sache. Das ist bei mir aber noch nicht passiert. Klar, es ist bei mir ja schon mal stehen geblieben. Ich habe ja auch im Review gesagt, bei mir, als ich Helmkamera-Ansicht hatte und nach hinten geguckt habe, ist das Spiel ja auch schon stehen geblieben. Ich habe es wieder neu gestartet und da war das Safe Game auch nicht Schrott. So. Ah, guck. Ah, aber unser neues Bike wird angezeigt. Das ist ja cool. So, dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir können auch was einstellen, bevor jetzt das Rennen gleich losgeht. Weil bei schnelles Rennen konnten wir was einstellen. Nee, ich glaube nicht. Doch, können wir. Nächster Fahrer, bestätigen. Startaufstellung. Können wir da was dran machen? Nein. Okay, wir starten auf dem 8. Platz, warum auch immer. Bike-Einstellung. Federung, Getriebe, da haben wir letztes Mal schon eingestellt. Rennoption, das ist wichtig. So, wir wollen auf... Was gibt's denn hier? Realistisch. Also, ganz ehrlich, ich muss sagen, Rennspiele, egal welches es ist, selbst Forza und so, auf den Herzschwierigkeiten sind unschaffbar, weil die Gegner einfach hier wegfahren und du musst so perfekt fahren. Und da wir erst ja uns ein bisschen rantesten. Guck mal, gibt's sehr leicht, leicht, mittel. Ich würde mal sagen, das. Rewinds würde ich gerne bei 9 lassen. Kann man das hören? Ne, 9. Lassen wir bei 9. So, Fahrphysik. Semi-Pro. Wähle für den... So, mal gucken. Was ist denn hier? Automatisch bremsen ist aus. Das ist wichtig. Gekoppelte Bremsen. Vorder- und Hinterrad würde ich ungern einzeln machen. Anti-Wheelie. Ja, machen wir voll. Das können wir eh noch selber machen. Ducken macht er automatisch. Ist okay. Ideallinie. Nein. Keine. Schaltung, Halbautomatik, dass wir selber entscheiden können. Ja, das ist wichtig. Und die Traktionskontrolle können wir ja selber einstellen. Gut, das ist Semi-Pro. Nochmal selber eingestellt. Okay, lasst uns beginnen. Ich muss mal sagen, ich finde das geil, wie das Leder so detailreich ist und so. Ich muss sagen, richtig coole Montur haben wir uns ausgesucht. Weil ich hier richtig schön weiß. Hammer! Die gute alte Mucke. Okay, die Strecke bin ich überhaupt noch gar nicht gefahren. Wie gesagt, das ist jetzt das allererste Mal, dass ich World Tour mache, weil vorher mein Spielstand halt immer wieder weg war. Weil ich mal im schnellen Rennen alles so durchgetestet habe. Okay, bin ich mal gespannt. Musik ist ein bisschen leise, vielleicht müsste ich nochmal nach diesem Rennen alles nochmal neu anpassen. Müssen wir jetzt mit leben, mache ich jetzt nicht während des Rennens. Aber auf jeden Fall kommen wir doch gut. Boah, kommen wir ganz gut durch. Oh, sorry, mein Fehler. Na, guck, man kann normal nach hinten gucken und man kann... Okay, ich würde mal sagen, ich fahre jetzt mal
das erste Rennen erstmal außen, Ansicht. Und dann werden wir uns mal durch die einzelnen Ansichten, durchfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich möchte mal wissen, was euch so persönlich gefällt, wie ihr das so gerne sehen möchtet bei mir, das Let's Play. Außenansicht, Cockpit-Ansicht oder Helmansicht? Ich persönlich würde lieber die Helmansicht bevorzugen. Ey, diese Milano-Strecke, die erinnert mich irgendwie voll an Grip. Die eine Strecke in Amerika. Hier bei Grip 1. Ach, wie hießen die nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, wir sind Zweiter da vorne. Der Erste, der gibt ganz schön Gas, der Junge. Muss man ihn mal lassen. Hoffentlich fährt er nicht eine komplett getunte Karre, weil dann kommen wir überhaupt nicht hinterher. Ich bin froh, dass wir überhaupt ein... Oh, da müssen wir zurückspulen. Man nennt ihn auch McFly. Martin McFly oder was, Alter? Und zurück in die Zukunft. Ach ja, der Michael J. Fox. Tut mir so leid mit seinem Parkinson. Ein super Schauspieler. Und den kriegt er Parkinson. Ah, das Leben ist unfair. Okay, jetzt aber geht's hier los. Wir machen jetzt erstmal hier ein schönes Rennen. Muss aber gestehen, die Stadtstrecke hier ist jetzt nicht so schön wie die allererste Strecke, die wir da letztes Mal gefahren sind. Boah, ich muss mich erstmal richtig dran gewöhnen an das, an die Bremspunkte und so. Vielleicht muss ich doch mal Ideallinie anmachen. Oder zumindest, na gut, Ideallinie gibt's ja nur in Kurven. Noch sonst normal. Vielleicht mache ich nur die normalen Kurven an. Aber nur mal, dass ich so ein Gefühl für die Strecken bekomme. Oder ich muss einfach mal offline üben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das sehen wollt. Ob ich das Ding ohne Ideallinie fahren soll oder nicht. Wäre sehr nett, wenn ihr das reinschreiben würdet. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit dann mit Ideallinie fahrt und ihr das gar nicht sehen wollt, dass ich mit Ideallinie hier lang fahre. Erstmal den Kopf einziehen, Alter. Nicht, dass wir uns selber ins Gesicht schlagen. So, wir kommen ganz gut ran jetzt langsam. Boah, aber die Bremse muss auf jeden Fall noch eingestellt werden. Die müssen wir auf jeden Fall, wenn wir sie irgendwann mal dann mal upgraden mit den Tauchrohren. Alter, die Tauchrohren und so, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Die Federung ist nämlich beim Bremsen so eingestellt, dass wir richtig durchschlagen und nicht so ein richtig schönes Wippen haben. Das heißt, die ist zu weich eingestellt, die muss härter. 2,4 Sekunden. Boah. Frischinette oder wie der Typ heißt, ist auf jeden Fall vor uns. So. Ich weiß überhaupt nicht, wo man hier bremsen soll. Na gut, die allererste Folge machen wir heute mal ein bisschen länger. Vielleicht fahre ich das Rennen dann nochmal. Und dann fahre ich auch gleich mal Helmperspektive. Nee, oder ich fahre erstmal Cockpitperspektive. Aber wenn mir das zu schwindelig wird, breche ich das ab und fahre gleich die Helmansicht. Weil die Helmansicht, muss ich gestehen, die war sehr angenehm im Review. Hat sich sehr gut gefahren. So. Und vielleicht sollte ich das Ducken vielleicht auch auf manuell stellen. Der duckt sich mir, finde ich, irgendwie gar nicht so richtig gut. Dass er mal ein bisschen Vollspeed gibt. Ja, hier, seht ihr das immer, wie das... Wow. Wie das Motorrad beim Lenken, also beim Gewichtsverlagern, immer so wippt. Das ist immer ein Zeichen, dass beim Bremsen, wenn du denn das Gewicht verlagerst, dass dann einfach die Tauchrohre komplett durchknallen und dann war's das. Maximalen Federweg erreicht. So, wir machen leider nur den zweiten, wie es ausschaut. Ich muss echt sagen, sieht ein bisschen fad aus, die Stadt. Dafür, dass wir vorher in diesem schönen Waldlevel richtig schön was hatten. Na gut, ist Milestone. Ich erwarte da jetzt keinen Chorus Trophy, aber so ein bisschen. Das ist schön, dass man so direkt so unser Motorrad gleich erkennt. Ist eine schöne Sache. So. Bin mal gespannt, ob sich das jetzt anders verhält, wenn wir jetzt gleich weitermachen und dann das Rennen nochmal starten, ob das überhaupt möglich ist. Oder ob wir Pech haben und sich das jetzt ganz anders verhält. Bin ich immer echt gespannt. Und vor allen Dingen muss ich nochmal gucken, wie das nochmal war mit den Wiederholungen.
Ach, siehste? Da muss ich schneiden. Da muss ich das Video schneiden, fällt mir gerade denn ein. Weil wir ja keine Wiederholungen speichern können. Hm. Okay, die Ladezeiten sind extrem lang. Da können sie auch nochmal patchen. Mit diesem Ergebnis hast du dich auf die Fahrerbestenliste gekämpft. Hole gute Ergebnisse, um in den Rängen aufzusteigen. Wenn du in der Bestenliste aufsteigst, erhältst du Zugriff auf exklusive Rennen, einschließlich der Elite-Trophäenrennen. Okay, ich muss mich nochmal korrigieren. Das ist doch nicht die Stimme von Doug Heffernan. Ich dachte, sie wäre es, aber ist doch leider nicht so. Okay, gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal auf Platz 290 sind wir hoch. Okay, dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Silber. Ach guck, jetzt kann man nur noch maximal 6.000 Ruf holen. Und nicht mehr 10.000. Also es ist doch schon besser, wenn man da am Anfang wirklich gleich gut was reißt. Aber vielleicht kriegen wir auch mehr. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel wir jetzt bekommen haben. Für den, so, schwarze. Da unterscheidet sich nichts, erst hier. Ja, dann nehmen wir goldene. Nehmen wir goldene. Oder schwarze? Nee, schwarz ist zu viel. Nehmen wir Gold. Gold ist ganz gut. Gold hatten wir vorher. Oder so ähnlich zumindest. Dann passt es zu den Bremsbelägen. So, können wir noch ein bisschen was einstellen? Getriebe. Kette, da bin ich mal gespannt. Beschleunigung geht dabei hoch. Eine Tausender-Kette. Ja, so verändert sich das jetzt. Eine goldene Kette. Oh, hier eine weiße Kette. Oder eine silberne Kette, besser gesagt. Hm. Ja, das ist wirklich nur Optik. Ich weiß jetzt nicht, ob das da oben die Legierungsnummer was bringt, aber wir nehmen erstmal die. Mal gucken. Vielleicht bringt's ja was. Keine Ahnung. So. Da geht irgendwas minimal hoch. So, Shifter. Engine. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den. Den 300. Getriebeschaltung elektrisch, naja. So, dann schauen wir mal, was das Getriebe macht. Das Renngetriebe für 3000 können wir uns leider nicht mehr leisten. So, Motor. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, wo ist der Ölwechsel? Da ist der Ölwechsel, den machen wir nicht. Wir machen Auspuff. Sieht man da den Unterschied? Oh, ein schöner heller. Und der hat das nicht. Der hat nochmal einen eingebauten Schalldämpfer drin, sehe ich gerade. Bin ich ja mal gespannt. Oh, und unser Gewicht wird auf jeden Fall auch nochmal reduziert. Das ist sehr gut. So. Jetzt haben wir noch 1400. Können wir da was anfangen? Ja, können wir. Tun wir hier gleich mal alles durch. Der kostet auch nur 400. Nehmen wir den gleich auch noch mit. So, und jetzt natürlich unser Motorblock. Wahrscheinlich 3000, 6000, Alter. Na gut, wir gehen auch eine ganz schöne Ecke hoch mit der PS-Zahl. Bei so einem kleinen Gewicht, bei so einer kleinen Maschine ist das schon ein riesen Satz, den wir da machen würden. In Sachen PS pro Kilo. Also da geht die Nennerzahl richtig hoch. Da weiß ich auch gar nicht, wie das Fahrverhalten sich weiterhin verhält, wenn man da gleich so viel Power hat in so einer kleinen Maschine. Gerade auf der Geraden, da weiß man gar nicht mehr, ob man diese drei Zylinder, wenn man Gas gibt, ob man die auch wieder runterbremsen kann und vor allem wieder die Kraftverteilung mit den Fliehkräften ist, wenn sie das eingebaut haben. So, jetzt wird es erstmal wieder lange dauern. In diesem Sinne summe ich euch erstmal ein Lied. Nein, okay. So, jetzt komm hier. Mach hin. Butter bei den Fische. Ich will noch bei den Optionen einstellen, dass ich nochmal zumindest in den Kurven die Ideallinie habe. Dass ich mich an unsere Triumph erstmal gewöhne. Wenn ich mich daran gewöhne, also es geht ja nicht darum, um die Strecke, dass ich mich daran gewöhne, dann müsste ich jetzt ja hier 10.000 Mal die Strecke fahren. Nein. Es geht einfach darum, ich muss das Fahrverhalten der Triumph richtig lernen. Und es ist einfach gut, wenn ich einfach mal so ein bisschen weiß, wann ich bremsen muss und wie ich die Kurven links und rechts legen muss. Bei der Gewichtsverteilung. Verlagerung. Und das, ein bisschen ist das schon gut. Gerade, da wir kein Tutorial im Tutorial ist, nicht gelernt haben, wie es halt mit der Gewichtsverlagerung von links nach rechts ist, sondern wir lediglich Gas geben und Bremsen erfahren haben und nochmal festgestellt haben,
wie man jetzt die Traktion einstellt. So, Ideallinie möchte ich nur in Kurven haben. Achso, warte, und ich will noch ducken. Da, ducken, manuell. Das war ja mit Dreieck, glaube ich, ne? Okay. So, und los geht's. Bin gespannt, ob ich trotzdem noch auf Platz 8 starte. Ich finde das so Hammer. Sieht man es bei euch? Ja, bei euch sieht man es auch. Man sieht richtig an den Slick dies Gummi, Alter. So, wir starten wieder auf Platz 8. So, Traktion Mittel. Oh, da habe ich mich verschaltet. So, und ihr seht jetzt unten im Hub... Oh, hier, guck mal, der fällt ja ganz anders. Unten im Hub, wo die kmh-Anzeige sieht, seht ihr ja diese Ölgießkanne. Die wird irgendwann aufleuchten. Und wenn die aufleuchtet, wechselt nicht das Öl. Ihr werdet zwar langsamer, ihr verliert auch ein bisschen PS, aber das Prinzip ist, wenn ihr denn das Öl wechselt, kriegt ihr am Schluss mehr raus, weil einfach der Motor sich eingefahren hat. Das kennt man halt von Gran Turismo. Da hatten sie auch diesen Gag eingebaut, der ja auch bei alten Motoren wirklich was bringt. Immer fett fahren und so und dann in hohen Gängen. Bei niedriger kmh-Zahl in hohen Gängen fahren, das fährt einfach den Motor ein und dadurch kannst du denn, weil man da, früher war das so, du durftest bei Motoren nie Vollgas geben, wenn es ein Neuwagen war, der musste erst eingefahren werden. Heutzutage mit der ganzen Motorsteuerung musst du das nicht mehr machen. Es wäre aber schon schön, dass es immer mehr sogenannte Montagsautos gibt, die einfach ihre Kinderkrankheiten haben, gerade im Motorbereich. Oh, hier, wir wuppen immer noch. Ah, siehst du, ich habe vergessen einzustellen. Das ist mir nicht so schlimm. Aber man merkt auch schon, dass das Gewichtsverhältnis ist gleich schon ganz anders. Ah, die Bremse ist entweder zu stark eingestellt. Also sie ist auf jeden Fall zu stark eingestellt. Sie reagiert viel zu stark. Und die Federung ist zu schwach eingestellt. Da muss ich noch einen besseren Balance finden. So, ich kann mich ja ducken, habe ich ganz vergessen. Weil ihr seht immer, ich verliere den Kontakt mit dem Hinterreifen, wenn ich zu stark bremse. Und gerade beim Gewichtsverlagern ist das auch nochmal richtig blöd. So, du rappst mich hier erstmal nicht weg. So, und das Schöne ist, ihr seht, wir sind erstmal viel näher jetzt schon an dem ersten ran, aber der fährt uns ganz schön weg. Ich will gar nicht wissen, was hat denn der für eine Maschine? Wie der gerade links den Kopf runtergedrückt hat, Alter, um maximalen Windschatten rauszuholen. Ja, ich würde es auch gerne ohne Rewind fahren. Da gebe ich euch 100% recht. Aber ich muss mich erstmal hier an das Fahrzeug gewöhnen. Und gerade ist es auch so, gerade wenn ich dann auch ein neues Motorrad habe, muss ich erstmal eine Eingewöhnungsphase haben. Motorrad ist halt nicht Auto. Gerade in Rennspielen merkt man noch mehr den Unterschied als in echt. Oh! Da haben wir schon wieder den McFly gemacht. So, ich fahre mal schön, so gut wie es geht, maximal zurück. Einfach, wenn ich denn... Weil ich dann einfach besser korrigieren kann. So, wir waren vorhin mit 2 Sekunden 6 hinter ihnen. Jetzt sind wir noch 1 Sekunde 2. So, und dann geht's jetzt... Oh, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Falsche Taste. Das ist ja hier ducken. Ja, ich muss auf jeden Fall die Federung einstellen. Naja, die Bremskraft werde ich noch nicht... das wird wahrscheinlich auch eine Wissenschaft für sich. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall muss ich die Federung einstellen. Die ist mir noch ein bisschen zu Banane. Okay. Oh, immer dieses... Es klappt aber nicht mit dem Rausbeschleunigen. Aber naja. So, das manuelle Ducken klappt schon mal ganz gut. Wenn ich es eigentlich haben würde, dass ich es viel mehr noch mit Ducken wäre. Ich muss sagen, hier wäre jetzt so eine richtig schöne 80er-Jahre-Mucke wäre jetzt hier gut. So Day of Thunder oder sowas. Oder hier von... Wie heißt er denn? Top Gun hier. Danger Zone und so ein Zeug. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Aber kann man ja leider nicht machen. Geh mal sei Dank. So. Ach, guck an. Okay, wenn ich die... Ah, okay, das Kurvenverhältnis sagt mir auch noch, wie ich Gas geben kann, während ich lenke. Das verändert sich dann auch noch. Wusste ich gar nicht. Alter, ramm mich doch nicht, du dumme Sau. Ehrlich, jetzt geht das schon wieder los. Haben wir das nicht erst bei Drive Club gehabt? Also ich muss sagen, normal ist ganz schön schwer, Alter. Weil der eine fährt ganz schön weit weg. Oder ich muss mich einfach mal an das blöde Ding hier gewöhnen. Na gut, dann lass es jetzt nach Hause fahren. Folge geht schon lang genug.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich wahrscheinlich in der Cockpit-Perspektive besser fahren kann. Und das werden wir auch morgen testen. Da werden wir dieses Rennen nämlich einfach nochmal machen. Und vielleicht verkacke ich auch einfach, weil ich den Start nicht immer schaffe. Nee, bleib mal hinter mir. So. Nochmal einen zweiten gemacht. Kriege ich nochmal Ruf dazu und Geld? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, wir haben auf jeden Fall nochmal was dazu bekommen. Nicht so viel, aber wir haben auf jeden Fall nochmal was dazu bekommen. Das ist schön gemacht. Das heißt, man kann auch theoretisch erstmal die unteren fahren, dass man denn, bevor man denn weiterkommt. So, wieder das Replay nicht angeschaut. Ist jetzt egal. Ab Folge 2 werde ich mir das angucken. Ihr werdet es natürlich nicht sehen. Ich schneide das raus, einfach nur für die Thumbnails. Tja, auf jeden Fall neben der Bugbehebung wäre auf jeden Fall ein Patch für die Ladeverhältnisse, dass das weitaus kürzer wird, weil das Ding hat nur 18,3 GB. Und daran sieht man halt, dass es einfach kein Next Gen ist, sonst wäre es bis zu 50 GB, aber naja, was willst du machen? Ist halt nur eine HD-Remix-Version der PlayStation 3-Variante. So, wie hoch kommen wir höher? Na, nicht viel. Also das hat nichts gebracht. Also, wie bescheuert das erste Rennfahren bringt uns gar nichts, wenn wir nicht gewinnen. Tja, dann würde ich mal sagen, ich versuche jetzt erstmal herauszufinden, wie man mit diesem Bike klarkommt. Und ihr könnt schon mal euch das nächste Let's Play einziehen. In diesem Sinne, macht was Sinnvolles. Wir sehen uns morgen.